Herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider 2. Es ist nicht das Let's Play, weil das Let's Play ist ja schon abgeschlossen. Aber es ist nochmal das Hort des Drachen, weil ich doch nochmal die Herausforderung schaffen möchte, diesen Drachen ohne Cheats zu töten. Also man sieht hier, es ist nicht die gescheatete Version. Das erste, was ich versuchen werde, ist ein Trick. Rein der Lever. Und zwar gibt es den Trick, dass wenn man sich, wenn er erscheint, hinter diese Säule hier, ich laufe jetzt auf diese Säule zu, also wenn man sich jetzt hier hinter versteckt, dass er sich hier automatisch einkeilt. Das probiere ich jetzt einfach mal. Okay. Das ist ja schon mal... Das ist ja schon mal perfekt hier. Er bewegt sich auf jeden Fall nicht. Er bewegt sich immer noch nicht. Aber ich kann ihn immer noch nicht anschießen. Ja, das ist ja schon mal... Ich kann ihn immer noch nicht anschießen. Ja, wie mache ich das denn jetzt am besten? Also, ich weiß es noch nicht. Aber ich bin schon mal in Sicherheit. Das ist schon mal sehr gut. Ja... ein bisschen Angst, als wenn ich ein bisschen weiter in die Richtung laufe. Also... Nein, jetzt brenne ich! Okay, das müssen wir noch ein bisschen besser organisieren. Aber die Idee dahinter ist, glaube ich, jetzt erkannt. Auf jeden Fall bei mir. Ich habe sie erkannt. So. Ich laufe gleich auf diese schöne Säule zu. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass er sich regelrecht verkeilt. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und nein, das ist kein Cheat, das ist einfach nur das Spiel ausnutzen. Mal gucken, ob ich, wenn ich hier ein bisschen in die Richtung jumpe. Nö. Da bewegt er sich auch nicht. Komm, du siehst ja doch den Arsch. Baller drauf. Nein, jetzt bewegt er sich. Na? Kriege ich ihn noch anders bewegt? Ja. So viel dazu. Das ist ja total ungünstig hier alles. Du solltest dich eigentlich, war das Ziel, dass du dich in der Säule verkeilst, Süßer. Ja. Beinah. Nein. Scheiße. Ja, ich hab ihn. Ja, das kann ja lange dauern. Ja, ich hab mich jetzt so... wie man sieht, ich kann jetzt einen Schuss auf ihn abfeuern. Ja, das ist sehr, sehr schlau. Butsch. 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 Was macht er denn, wenn er das erstmal umkippt? Butsch. Und er kippt doch so gerne in die falsche Richtung um. Butsch. Und wie viele Schüsse braucht er, damit er umkippt? Das hätte ich jetzt vielleicht mal gucken sollen, oder? Also, wir campen mal wieder eine Runde. Campen ist ja mein Spezialfall, das habt ihr ja schon festgestellt. Also campe ich jetzt mal den Drachen zu Tode. Ach, ist das nicht nett? Butch. Ist das toll. Ja, ich bin total begeistert, man merkt es. Das kann hier ja noch Ewigkeiten dauern. Allein schon, weil sie auf den Hinterteil, also sie kann ja nicht aufs Hinterteil ballern oder so. Keine Ahnung, warum. Ja, ja, er kündigt sich ja Gott sei Dank an, aber ich hoffe, er fällt dann ordentlich, weil sonst können wir das Ganze nochmal machen. Und ich weiß nicht, ob ich mich nochmal verstecken kann hinter der Säule. Also, das kriegen wir schon noch hin, Lava, ne? Butch. Und immer schön diese kleinen, also... Allein schon, sie könnte auch auf die Beine ballern.
Dann müsste ja irgendwann bewegungsunfähig werden. Aber nein, sie nimmt nur das große Ziel. Alter, und der Drache, also die KI ist auch nicht intelligent, oder? Nö. Das ist die beste Waffe für diesen Kampf. Glaub mir, die andere... Aber ich glaube nicht, dass die MP4 das kann. Außerdem, wenn... Also ich will nicht die MP16, ist das übrigens. Also ich warte jetzt einfach mal darauf, dass der Drache sich... ja. Man kann den Drachen durch diesen Trick wirklich zwischen den beiden Säulen hier verkeilen. Aber frag mich nicht wie. Dafür müsste er wahrscheinlich weiter irgendwie wandern. Aber das will ich jetzt nicht ausprobieren. Gucken wir uns den Drachen an. Also er wedelt ganz fleißig mit dem Schwanz. Das sehe ich von hier. Und er... ich weiß ja nicht, was das hier oben ist. Diese komischen Fühler oder was das sind. Also jetzt wird mir das langsam echt zu dämlich. Wenn ich jetzt einen so mache... Oh, da kann ich sogar mehr drauf ihm ballern. Okay, ich bleib mal hier stehen. Solange er sich nicht bewegt, ist alles in Ordnung. Da kann ich sogar mehr Schüsse abfeuern. Oh, das ist ja mal wirklich... Das ist ja... Ja komm, da bin ich ja gleich viel effektiver hier. Oh, das ist richtig effektiv, oder? Und los. Ah, dieses... Oh Gott, wie lange hänge ich jetzt schon daran? Das sollte kein Langzeitprojekt werden. Ich weiß nicht, ich weiß es gar nicht, bei Tomb Raider 4 ist es glaube ich so, dass wenn man gegen, mit Z anschießt, der immer, früher umfällt, aber halt nicht stirbt. Und jetzt ist natürlich die Frage, je öfter man den Drachen anschießt, desto weniger müsste der eigentlich immer pro Umfallen brauchen. Das wäre eigentlich klug, ne? Dann kann man ihn irgendwann mit einem Schuss umfallen lassen. Aber solange haben wir natürlich keine Lust. Hallo! Kein... Oh Gottes Willen. Alter Schwede! Da! Ja, er fällt sogar in die richtige Richtung! Hin, 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 hin! Ich hasse es, wenn er das nicht macht! Ich hasse es! So, jetzt bin ich eh tot. Ich verstehe es immer nicht. Du drückst verzweifelt auf diese verfickte Handlungstaste. Entschuldigung, Leute. Ja, ist super. Du drückst die ganze Zeit auf diese verdammte Handlungstaste und er macht es einfach nicht. Finde ich immer anstrengend, jedes Mal. Normalerweise soll er ja so ein Video abspielen. So, wir verstecken uns da gleich hinter der Säule wieder und gucken, ob wir ihn diesmal verkeilt kriegen. Es soll ja irgendwie gehen, dass man ihn verkeilen kann. Ich habe die falsche Waffe genommen. So, also warten wir mal wieder ab. Da ist er. Na komm! Geh doch mal ein Stückchen. Okay. Geh doch mal ein Stückchen. Ja, das ist mal wieder klasse. Geh doch mal ein Stückchen. Hier stehe ich anscheinend total sicher. Hier stand ich doch eben auch schon. Ja, super. Ich stehe mal wieder total sicher. Das ist ein epischer Endkampf, Leute. Vielleicht sollte ich doch nochmal ein Medipack nehmen. Man weiß ja nie, ne? Gerade wenn er wieder umkippt. Aber ich will mal meine... Ich will mal gucken... Okay, das schaffe ich nicht mehr. Jetzt sterbe ich. Ich würde aber gern wissen, wie man ihn wie man diese Säule ihn verkeilen kann. Es geht. Aber wie macht man das bitte? Natürlich ganz schlau, man kann da oben nicht hin, um zu campen. Aber diese Säule ist perfekt. Also die Säule werde ich jetzt erstmal weiter benutzen. Und da wird der Italiener wieder zum Drachen. Und er ist kein sehr kluger Drache. So, ich will, dass du in diese Richtung läufst, mein Schatz. Ah, ein bisschen weiter. Na los. Gleich wieder zurückgelaufen. Ich habe nämlich ein bisschen Angst. Ugh.
Na, okay, das geht auf jeden Fall einen Schritt weiter. Die Richtung geht ja nicht. Das haben wir ja schon festgestellt. Okay. Ich bin super sicher hinter der Säule. Also die Rache ist so klug. Diese Klugheit. Okay. Hier kann ich mich hier theoretisch auch hinstellen. Aber ich finde es schade, dass er sich bei mir nicht in die Säule verkeilt. Da kann sich da richtig schön rein verkeilen. Aber wie? Da kann man hier rumlaufen und er tut nichts mehr. So. Naja, zumindest bewegt er sich nicht so. Wenn er sich bewegt, ist er nämlich ganz schön anstrengend. Da ist er nämlich viel zu schnell und Lara ist viel zu langsam. Das Übliche, ne? Da ist die Spinne aus Tomb Raider 3 sogar einfacher. Finde ich jetzt. Obwohl das Ding aus Tomb Raider 1 war auch nicht ganz ohne, als ich es nochmal gespielt habe. Und früher konnte ich die echt auf Zack besiegen. Du doch auch, oder? Komm, der Drache ist doch kein Problem für dich, Schatz. Weiß ja nicht, toll. Willst du mal probieren? Doch, machst du gleich mal. Doch, wenn ich es nicht schaffe, dann machst du es. Okay, ja, will ich. Hinlaufen, 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 hinlaufen. Und... ja! Wir haben ihn auf ehrliche Art besiegt. Übrigens, das Messer steckt da immer noch drin. So, Leute, wir haben ihn auf ehrliche Art und Weise besiegt. Da liegt er. Der Alte. Guck mal, seine Augen sind sogar noch da. Ich kann mal ja mal... oh, ich stelle jetzt Lara mal... oh, guck mal da. Das ist doch ein Anblick für die Götter, wie Lara im Drachenmaul ist. So, das war der Kampf. Der Originalkampf, der richtige Kampf. Der nachgeholte Kampf. Und ich hoffe, das wird jetzt akzeptiert. Es ist nämlich kein Cheat, es ist nur ein Trick. Oder wie meinst du das? Jojo, ihm ist das auch wurscht. Also, ich hab's dem Monster hier nochmal gezeigt. Theoretisch könnten wir uns jetzt auch die Sachen holen. Oder hier uns noch weiter umgucken. Nö, machen wir nicht. Also, ich laufe jetzt auch nicht weiter, weil das Schluss kennt ihr ja schon. Das ist nochmal der nachgelieferte Kampf. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Sonst muss ich nochmal versuchen. Ich will nicht mehr. Okay. Und ich werde auch gleich noch... also das hier lade ich jetzt erstmal hoch und dann werde ich gleich noch ein neues Wahlvideo auswerten. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Und ich freue mich. Ciao!